Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zur Formel 1 beim Großen Preis von Kanada. Es geht zum 7. Lauf der Saison und damit schließen wir das erste Saisondrittel ab. Und wir haben bis jetzt einige recht schwache, aber auch einige recht starke Rennen gesehen. Die Performance des Fahrzeugs ging mal bergauf, mal ein bisschen bergab. Mal haben wir ein bisschen stärker entwickelt, mal die anderen Teams. Und nun sind wir auf einer Strecke, auf der wir in den letzten beiden Saisons sehr spannende Rennen zum einen gesehen haben und zum anderen auch recht erfolgreiche Rennen gesehen haben. Da hatten wir unter anderem die letzte Saison, wo wir im Renault in den letzten Runden eine abtrocknende Strecke hatten und dabei einen Dreikampf mit Perez und Hamilton geführt haben, der später auch zu einem WM-Kampf wurde. Und in diesem Jahr, da sind wir in einer ähnlich aussichtslosen Position gestartet. Aber mittlerweile mausert sich das Team nach und nach zu einem stärkeren Team. Und im Qualifying konnten wir immerhin eine ganz gute Runde erzielen. Und mit dieser Rundenzeit konnte ich dann immerhin jetzt auf Platz 15 nach vorne kommen. Das ist immer noch nicht das, wo man sein möchte. Aber immerhin ist es eine ganz okaye Qualifying-Leistung gewesen. Und im Rennen sind wir eh immer deutlich stärker unterwegs als zur Qualifikation. Jedoch hatten wir bereits in Monaco ein sehr stark abgeriebenes Getriebe, dass ich hier tauschen musste, und da das automatisch dann P20 bedeutet, habe ich einmal die gesamten Komponenten rundum erneuert. Dementsprechend starten wir leider auch in diesem Rennen ganz hinten im Feld. Aber werfen wir doch mal direkt einen Blick auf die Startaufstellung. Da haben wir nämlich ganz vorne auf der Pole Position, wer hätte das gedacht, ein Renault, nämlich Nico Hülkenberg, ganz vorne vor Carlos Sainz, dahinter Perez vor Esteban Ocon. Ja, die ersten zwei Startreihen sind gesetzt, aber dahinter wird es ein bisschen durchwurschtelt, denn wir haben Leclerc vor Vettel, Hamilton, Ricciardo, Stroll und Bottas. Ericsson vor Verstappen, Gasly und Alonso. Sergej Sirotkin dann vor Kevin Magnussen, Romain Grosjean, Stoffel Vandoorne und Brandon Hartley. Und wir, wie schon angekündigt, auf dem letzten Startplatz. Allerdings konnten wir auch schon vom letzten Startplatz aus das eine oder andere recht gute Ergebnis einfahren. Zuletzt sind wir von der Pole Position gestartet, also vom anderen Ende des Feldes. Und von dort aus gab es einen vierten Platz, 12 Punkte. Und damit sind wir auf Platz 6 in Sachen Fahrermeisterschaft. 35 Pünktchen haben wir schon in dieser Saison geholt. Und das bringt uns zum einen auf Platz 6 und zum anderen das Team auf Platz 5. Denn da haben wir insgesamt 43 Zähler als Team gesammelt und können vielleicht sogar nochmal Mercedes und Sauber herausfordern. Wir machen auf jeden Fall große Fortschritte. Ja, und das mit den großen Fortschritten meine ich genauso, wie ich sage. Zum einen haben wir zwei kleine Aerodynamik-Upgrades, sind zwar immer noch das Schlusslicht, holen allerdings auf. Wir haben allerdings auch bei Motor-Upgrades ein kleines und ein ultimatives. Beide sind fertig geworden zu diesem Rennen. Und genauso auch die beiden Chassis-Upgrades. Auch hier ein kleines und ein ultimatives. Und damit haben wir das zweitbeste Chassis, den drittbesten Motor und insgesamt sogar das drittbeste Fahrzeug. Auch wenn der Abstand zu Force India und vor allem noch Renault recht groß ist. Wir haben das Mittelfeld überflügelt. So eine steile Steigung hat man, glaube ich, selten gesehen bei der Fahrzeugentwicklung. Sind aber noch relativ nah dran am Mittelfeld, also müssen wir uns ein bisschen strecken, die zu besiegen. Aber die Voraussetzungen sind viel, viel besser als zuvor. Wir haben 5 Teams überholt hier bei der Fahrzeugentwicklung. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr krass. Und die Strategie heute, die könnte sich darauf belaufen, dass einige Fahrer in den Top 10 eine Hypersoft-Supersoft-Strategie fahren. Vielleicht fahren die mit einer 2-Stop. Ich hingegen werde auf jeden Fall auf Ultrasoft starten und später auf Supersoft gehen. Ich habe zwar nicht so Probleme mit den Reifentemperaturen, allerdings habe ich es dann doch gerne, ein paar Reserven für die Reifen zu haben und vielleicht ein bisschen mehr von mir aus pushen zu können. Und dementsprechend werde ich die Ultrasoft-Reifen anfangs nutzen und später die Supersofts. Außerdem habe ich alle Hypersofts für gute Quali-Runs genutzt. Ja, und damit kann man mal gespannt sein, wie das Rennen heute läuft. Ich wünsche viel, viel Spaß beim Großen Preis von Kanada. Lasst die Action beginnen. Let's go! Alter Falter, Stoffel Vandoorne, bis zum Schluss ist er noch neben mir geblieben, aber hey, 4 Positionen gut gemacht. Boah. Außenbleiben in Kurve 2 hat sich gut gelohnt.
Ich glaube aber, die Reifen sind noch nicht ganz auf Temperatur. Ja, definitiv nicht. Muss man in Runde 1 immer ein bisschen aufpassen. Gelbe Flaggen jetzt schon. Wofür genau? Nico Hülkenberg führt das Feld an. Alter, das ERS füllt sich ja mega schnell wieder auf. Wir sind dran an Sergej Sirotkin. Ja, mit dem neuen Ferrari können wir auch ein bisschen die Muskeln spielen lassen. Das sieht gut aus. Wenn es natürlich schwierig ist, hier vorbeizukommen, wenn der Vordermann auch Windschatten und gleich DRS hat. Warum fährt er da die Kampflinie? Damit verlieren wir doch beide nur Zeit. Oh mein Gott. Okay, die Temperatur der Reifen schaut voll in Ordnung aus, aber irgendwie habe ich da so meine Problemchen. Was die Traktion angeht, Halleluja. Und er bleibt trotzdem vorne, ich fass es nicht. Boah, jetzt kriegt er Verstappen, oder was? Tatsache. Ja, hier in Kanada hat man echt enorm viel Spielraum, was das ERS angeht. Alles klar. Boah, Verstappens Heck ein bisschen berührt.
nichts Schlimmeres passiert. Ich habe dich nur ein bisschen verteidigen wollen vor Sirotkin. Keine Sorge, Max. Alles cool. Aber lass mich doch mal bitte noch mal kurz nach vorne. Da kann ich dich besser verteidigen. Alter, nochmal mega auf die Bremse gestiegen. Und Gasly überholt Hamilton. Was ist da? What? Okay, das ist P12. Ich habe halt immer noch 85% ERS. Aufs Haushalten achte ich, sobald ich mal ein bisschen weniger habe. Ich glaube, bei so 50% fange ich richtig an. Oh, der Verstappen ist vorbei an Hamilton. Also da gibt es scheinbar einen kleinen Flügelschaden oder so. Oder irgendeinen anderen technischen Defekt. Aber auch Bottas ist nicht so schnell. Ja, mir ist aufgefallen, viele Leute starten hier auf Hypersoft. Ja, auch außerhalb der Top 10. Ja, ich glaube, man kann hier auch sogar Hyper Ultra fahren. Das habe ich mir im Ligarennen nicht zugetraut. Aber das könnte man theoretisch fahren. Die Frage ist halt nur, wie viel schneller ist es, auf Hypersoft zu fahren und später dann, keine Ahnung, ob auf Ultra oder halt auf Supersoft. Denn mit den Hypersoft bist du am Anfang deutlich schneller, verlierst aber sehr früh schon diesen enormen Vorteil. Yes, baby! Da sagt sogar Jeff was. Geil! P11 im Moment. Oh, bis P2 ist es dann alles sehr eng. Ab P7. Also P8 ist auf jeden Fall in den nächsten Runden drin. P7 wird dann eine Weile dauern, aber dann ist bis P2 schon mal alles möglich. Und der erste Force India ist an der Box. Das sieht aber nicht nach einer 1-Stop-Strategie aus. Boah, sehr schön. Boah, Alter. Ich kann da so viel später bremsen als Bottas, das ist krass. Und die ersten Fahrzeuge sind allesamt an der Box. Sebastian Vettel ebenfalls. Oh, da habe ich Bottas sehr, sehr lang noch hinterher geschaut. Zu spät auf meine eigene Linie geachtet. Was die Reifentemperatur angeht, kann ich aufatmen. Ich bin mal auf die Zeiten gespannt, denn im Training bin ich auch ein bisschen Longruns gefahren und ich glaube, dass ich da einen Ticken schneller konnte als das, was wir bis jetzt gefahren sind. Das war ein guter Exit, die Reifen nicht übermäßig belastet. Trotzdem schnell rausgekommen.
zwei Zehntel, auch wenn es mit minimalen Berührungen mit der Bande zustande kam. Oh Mann. Nein. Oh, Eriksson hat ein paar Probleme. Okay. Ich stelle mich darauf ein. Danke, Jeff. 100 Grad hinten links. Das ist nicht so angenehm. Ich glaube wirklich so 98, 99 ist da schon ein bisschen angenehmer. Ja, jetzt sind wir schon bei 99. Alter, Gasly auch. Okay, doch nicht. Hä? Ach so, ja. Gasly wird auf 3 geführt. Ich dachte, ich bin Zweiter geworden. Ja, gut. Das Rot von Eriksson unterscheidet sich zwar schon vom Ferrari-Rot, aber da war der erste kurze Blick doch ein wenig zu vorschnell urteilend. Wo sehe ich die Strategie? Da. 15 bis 19. Mal gucken. Die wollen mir nicht ernsthaft erklären, dass Sainz an beiden vorbei ist. Oh je. Sainz holt pro Runde dann etwa eine Sekunde auf. Eine 1 und 6 ist er ja gerade gefahren. Vielleicht kam das ja durch viel DRS oder so. Viel Windschatten. 1,9 Sekunden, das geht eigentlich. So viel langsamer war ich da jetzt nicht. Okay, jetzt ist er dran. Vielleicht habe ich mich einfach nur falsch an die Zeitenabstände erinnert. Das kommt eine absolute Bestzeit von ihm. Das könnte jetzt natürlich auch sein. Ja, und der Force India kommt da auch angeschossen. Jo, 1,93. Jetzt war Sainz deutlich schneller.
Alter. Krass. Das ging zu einfach. Perez sieht ebenfalls seine Chance. Und die kriegt er auch, wenn Sainz weiterhin so verteidigt. Alter, jetzt drück mich nicht in die Wand, ne? Das kostet leider nur Zeit gegen Sainz, auch wenn es schön anzuschauen ist. Ich werde wahrscheinlich jetzt direkt an die Box fahren. Ja, denn Sergio Perez ist so schnell rangekommen, das hat selbst Sainz nicht geschafft. Da ist jemand raus. Ein Williams. Oder ein Mercedes. Williams. Sirotkin. Knappes Ding. Eieieiei. Oh, und das Feld ist ein bisschen zerstreut. Wir könnten theoretisch vor Vettel wieder rauskommen. Komm schon, Mann. Oh, boy. Da waren rund 2 Sekunden Abstand zu dem Toro Rosso. Der hätte mich viel früher rauslassen können. Wäre ich jetzt vielleicht sogar vor Ricardo? Ja, die Supersoft-Reifen kann man zum Glück extrem stark pushen. Und Perez ist vorbei an Sainz. Die Renaults fahren die schnellsten Rennrunden, aber das interessiert Force India nicht. Die holen sich hier vielleicht den Sieg. Das wird aber eine persönliche Bestzeit, aber eine ganz klare. Ja, das ist natürlich jetzt unser Trumpf, dass Perez und Sainz gegeneinander kämpfen, möglicherweise. Ich kann hier nicht permanent auf die Minimap schauen. Ich sehe nur, dass die in den ausgewählten Momenten, in denen ich auf die Minimap gucke, gegeneinander kämpfen oder noch aneinander dran sind. Aber jetzt gerade habe ich gesehen, dass Sainz so ein bisschen zurückfällt. Ja, der Ferrari ist zweifelsohne deutlich schneller geworden, aber
für Renault und auch stellenweise Force India, glaube ich, immer noch ein Snack für zwischendurch. Wir sind halt noch deutlich näher dran am gesamten Mittelfeld als an den beiden Top-Teams. Oh, das ist so unklug, wie die teilweise verteidigen. Da hat man es auch mal gesehen. Aber noch so vorausschauend fahren, Zeit kostet sich dann natürlich trotzdem, wenn der vor dir innen verteidigt, obwohl du keine Chance hast, ihn überhaupt anzugreifen und sich dann auch noch verbremst. So, 97 Grad hinten links. Ja, wenn man sich nicht wegdreht, kann es sich durchaus lohnen, auf höheren ERS-Stufen ein paar Runden die frischen Reifen warm zu fahren. Oh, Esteban Ocon ist an der Box. Ja, denn dadurch kannst du ein bisschen Temperatur in die Reifen reinkriegen. Damit kannst du sofort das optimale Potenzial abrufen oder möglichst früh das optimale Potenzial der Reifen abrufen. Und wenn du ein paar Überkapazitäten beim ERS hast, dann kannst du die auch loswerden. Ja, und wenn ich das richtig interpretiere, wo Ocon rausgekommen ist und wo Hülkenberg ist, wo Ocon zuvor war, ungefähr, und wo die beiden ganz vorne sind, dann wird das bestenfalls P3 für uns. Was natürlich auch sehr geil wäre, aber wir müssen schauen, ob wir überhaupt die Position ins Ziel bringen können oder ob wir die Erwartungen etwas zurückschrauben müssen. Auch P3 würde nämlich bedeuten, dass wir einen Renault und einen Force India oder wahlweise eines der beiden Teams schlagen müssen. Oh, die fahren ja nochmal ultra soft. Ocon nicht, aber der Rest schon. Ja, wenn Nico Hülkenberg nochmal ultra soft fährt, dann habe ich gar keine Chance. Der wird mir einfach um die Ohren fahren. Ich bin sehr froh, dass Leclerc direkt vor mir an die Box gefahren ist und leider ist er direkt vor Sebastian Vettel wieder rausgekommen.
Also mal wieder ein kleiner Pitstop-Bug. Dieses Mal hat es unseren Teamkollegen erwischt, der dadurch weniger Punkte holen könnte. Es geht ja auch nicht nur darum, wer das Duell gewinnt unter den beiden. 2019 geht es natürlich vor allem darum, aber es geht auch darum, wer eventuell Pierre Gasly kriegt. Oder ob man Pierre Gasly kriegt. Und Vettel war eigentlich weit genug weg, dass er da sich eigentlich nicht mehr gegen den Sauber verteidigen müsste. Okay, Perez führt das Rennen wieder an. Und ich sehe schon die nicht dunkle Bedrohung. Oh, aber Perez führt auch richtig, richtig krass. Also als Jeff das durchgegeben hat, dachte ich, ja, vielleicht hat er sich wieder zurückgekämpft, nachdem Sainz durch eine strategische Entscheidung oder so vorbeigekommen war, aber nö. Im Moment ist Perez da über jeden Zweifel erhaben. Die Pace von Sainz. Wirkt ein bisschen langsamer, als ich erwartet hätte. Also wenn ich mit frischen Supersofts 1.98 fahre, hätte ich denen auf Ultrasofts mal locker 1.8er Zeiten zugerechnet. Vielleicht sogar so eine 1.85 oder so, wer weiß. Hülkenberg oder Ocon hinter mir. Gibt es gerade einen mächtigen Beef. Und es ist im Moment noch Ocon. Für mich ein Segen, denn dadurch bleibe ich vorn. Ob das aber für die nächsten 11 Runden hält? Ich glaube nein. Alter, habe ich Glück gehabt. Oh mein Gott. Ja, und da nach dieser Kollision berechtigte Zweifel aufkommen werden. Boah, Moment, ich muss gerade. Ja, hier seht ihr es, Autoschaden ist auf komplett. Denn das wirkte wie eine Kollision, wo es mich eigentlich hätte zerlegen müssen. Hülkenberg oder Ocon? Die Antwort ist Dave. Hey, Nico. Ist ein Wheelbanging? Oh, auf der Geraden steht der nächste Williams. Lance Stroll. Oh, hier werde ich doch eh wieder überholt, oder?
Alter! Diese Beschleunigung ist ja mal... Boah! Weißt du, manchmal verteidigt die KI unfassbar früh und hart. Und manchmal gibt es die Fälle, wie jetzt gerade bei Ocon, dass die KI sich gar nicht mehr regt. Aber Sebastian Vettel, der könnte natürlich auch jetzt wieder ein bisschen rankommen. Ja, mein Fehler und die Zweikämpfe hier gegen Hülkenberg und Ocon. Die dürften allesamt mega viel Zeit gekostet haben. Vettel ist zweifelsohne schnell, ist an Gasly vorbei. Oh, wo ich ja so ein bisschen befürchtet hatte, dass es eventuell nicht klappen würde. Jetzt muss ich aber befürchten, dass er sogar an uns vorbeikommt. Ja, und ich fahre gerade furchtbar. Ich bekomme gerade keine Balance ins Auto. Ja, vielleicht einen Gang zurückschalten. Ja, vielleicht ein bisschen entspannter fahren. Und das Auto auf konstante, niedrige 1.10er-Zeiten bringen. Im ersten Sektor geht sogar eine PB. Ja, diese Schikane, die macht es mir gerade ein bisschen schwer. Gab es gerade so einen komischen Grafikeffekt. Das stand in F1 2017 immer dafür, dass es regnet. 1.10.3. Okay, Jeff sagt, sieht gut aus. Dann vertraue ich ihm mal. Zwar keine Regentropfen gesehen, aber fragen kann man ja mal. Ey, sorry, aber ich glaube, in der Schikane liegen noch mindestens 2-3 Zehntel. Ich krieg's ja nicht gebacken. Nach dieser Runde sind es noch 6 weitere. Der Reifenvorteil von Sebastian Vettel dürfte immer kleiner werden. Okay, das ist vielleicht streckenbedingt, dass es da so ein paar komische Grafik-Artefakte gibt. So, jetzt komm schon. Bisschen später einlenken, späterer Scheitel, ein bisschen spitzer fahren die Kurve. Oh, weiß nicht, ob es so viel besser war als in den letzten Runden. Ich verstehe auch nicht genau, was da los ist. Vielleicht ist es halt der mangelnde Grip. Ich habe ganz gut auf die Reifen 8 gegeben, aber trotzdem sind sie bei 30% Abrieb hinten. Die Temperatur schaut nämlich gut aus. Und zuvor folgt eine relativ lange Gerade, wo ich eigentlich
keine Reifen Temperaturprobleme außen haben dürfte. Denn, also der Kern schaut eh gut aus, aber außen dürfte es eigentlich auch kein Problem geben, denn auf der Geraden kühlen die Reifen logischerweise ab. Keine 3 Sekunden mehr zu Sepp. Noch 4,5 Runden. Ah, das sah okay aus. So, 4 Runden sind es gleich noch. 2,5 Sekunden etwa wird der Abstand zu Vettel betragen nach dieser Runde. Gott, oh Gott. Die Wall of Champions. Sanft gestreichelt. Sogar 2,9 Sekunden. Trotz allem wird es immer ungemütlicher hier. Ich weiß leider auch nicht, wie schnell Vettel auf der Geraden ist, was für eine Flügelkonfiguration der fährt. Sekunden. Ja, das Rennen wird Sergio Perez gewinnen vor Sainz und Hülkenberg, dahinter Ocon auf der 4, aber wer wird Fünfter sein? Erneut eine 1.10er-Zeit unter 1.10.5, das ist gut. Vettel holt zwar kontinuierlich ein paar Zehntelchen auf, aber solange ich im niedrigen 1.10er-Bereich bleiben kann, ist alles okay. Es wäre echt geil, wenn wir es irgendwie schaffen könnten, Seite an Seite über die Startziellinie zu fahren. Ich habe zu viel Angst davor, dass er mich kriegt. Aber ein Versuch wäre es eigentlich fast wert. Da ist er. Drei Runden noch. Ja, der letzte Sektor war nicht gut. Sehr schlecht durch die letzte Schikane gefahren. Differenz von 1,6 Sekunden. Ja, das sieht gut aus. Oh je, das sieht nicht gut aus. Jetzt hat er DRS, ich fasse es nicht.
Mann, ey, ich fass es nicht. Es ist unfassbar. Oh, verdammt, ey, da gewinnt er das auch noch, das Duell. Alter Schwede, ey. Holy moly. Ich fass es nicht. Ja, da hat er gnadenlos mich angegriffen auf der, ja, Gegengeraden, könnte man fast sagen. Halleluja, im zweiten Sektor hat er mich überholt und dann wollte ich nochmal vor der Schikane rausgucken, aber hab gesehen, ey, wenn ich jetzt angreifen würde, dann würde ich einfach nur eine Kollision riskieren und ganz ehrlich, man kann auch mal dem Teamkollegen etwas gönnen. Den fünften Platz hier an der Stelle mit der Startnummer 5 ist es auch eigentlich ganz passend. Für uns wäre Startplatz mit der Startnummer 1 eigentlich der Sieg passend, aber den hat sich heute Perez geholt, der hat zweimal sogar die 1 auf dem Auto. Ja, aber hey. Auch wenn es dann doch nicht P5 war. Ein richtig, richtig geiles Rennen. Ja, sehr schönes Ding. Am Ende 0,3 Sekunden zwischen den beiden Ferrari-Piloten. Wie gesagt, ich wollte da natürlich nochmal vorbei, aber hey, wenn man gegen jemanden nicht so aggressiv fahren sollte, zumindest in der Situation, in der sich unser Team jetzt gerade befindet, dann ist es der Teamkollege. Wenn es um die WM geht, ist es natürlich was anderes, aber ja, ich bezweifle, dass wir im Laufe dieses Jahres nochmal um die WM mitkämpfen werden. Weiterhin tue ich das, denn ja, Perez kam, keine Ahnung, in Runde 15 oder so. Stimmt, in Runde 15 kam ich an die Box und in 20 Runden hat er 30 Sekunden Abstand rausgefahren. Und das, okay, gut, mit Ultrasoft-Reifen. Aber trotzdem, ich glaube, der ist trotz allem eine Sekunde ungefähr pro Runde schneller. Und das nach zwei ultimativen Upgrades zeigt einfach nur, dass Ferrari klare dritte Kraft ist. Und das sowohl im positiven als auch im negativen Sinne, denn am Anfang der Saison waren wir ganz, ganz weit hinten. Ich glaube, letzter oder vorletzter. Ja, aber jetzt, wie gesagt, 5. und 6. Platz, das Ganze sehr souverän nach Hause gefahren von beiden Piloten. Ist gut, ja. 18 Punkte in der KWM, so viele Punkte hat, abgesehen von den zwei vorne, also von den zwei Teams vorne, kein Team eingefahren. Und wir verbessern uns damit zum Best of the Rest. 43 Punkte, nur 26 hinter Esteban Ocon. Der enttäuscht halt, finde ich, schon so über die mehreren Saisons gesehen, die wir ihn jetzt erlebt haben. Auch letzte Saison, da konnte er um die WM mitkämpfen oder hätte um die WM mitkämpfen können mit dem Fahrzeug, das er hatte. Hat es aber irgendwie nicht auf die Kette gekriegt. Ganz vorne Renault, 106. Quatsch, wow, was ist mit mir heute los? Sorry, Leute. Oh, 26 Punkte Rückstand von Perez zum Führenden. Ja, aber Carlos Sainz 130 Punkte. 118 für Nico Hülkenberg. 104 für Sergio Perez. Also da vorne wird es immer und immer knapper. Allein schon dadurch, dass der Dritte jetzt so ein bisschen aufgerückt ist. Auch wenn Nico Hülkenberg 3 Pünktchen verloren hat zum Teamkollegen. Weitere 3 Pünktchen. Denn Sainz war auch schon vor diesem Rennen vor Nico Hülkenberg. Ja, und auch Marcus Ericsson verbessert sich da gegenüber Valtteri Bottas. Genau, Mercedes mit einer Nullnummer, ne? Das ist ja echt heftig. Also, wenn man sich mal die Top 10 anschaut. Okay, gut, Force India, aber sonst ist kein Mercedes-betriebenes Fahrzeug in den Top 10. Das ist schon krass, ne? Das ist schon richtig, richtig krass. Und jetzt gucken wir mal auf die Rangliste. Aber nicht auf die Fahrerwertung, wobei da Vettel auf 12, sondern auf die KWM. Und da sehen wir 3 Punkte nur noch zu Mercedes. 10 Punkte zu Sauber. Auch da haben wir Punkte gut gemacht. Sauber überholt Mercedes und ja, wir haben definitiv auch die Chance im nächsten Rennen mit so einem Ergebnis Mercedes zu überholen und haben wir mehr als 10 Punkte, nee, wir haben 8 Punkte gut gemacht, zu Sauber. Damit wären wir zwar noch nicht vorbei, aber hey, es gibt die Chance, dass das Ganze im nächsten Rennen mit einer anderen Konstellation ausgeht. Die Chance für P3 in der KWM ist auf jeden Fall da und damit kann man, denke ich, extrem zufrieden sein nach dem bisherigen Saisonverlauf. Zumindest was die Fahrzeugstärke angeht, dass man jetzt auf P5 steht, kurz davor Dritter in der KWM zu werden. Haas, das einzige Team ohne Punkte. Williams und McLaren, die teilen sich da den vorletzten Platz gefühlt. Ja, und die beiden Haas-Fahrer sind auch die einzigen Fahrer, die keine Punkte geholt haben. Sogar Stoffel van Dorn und Sergej Sirotkin sind da mit Pünktchen auf ihrem Konto unterwegs. Ja, sehr, sehr krasse Sache.
Da würde ich sagen, in diesem Rennen gab es ein paar Highlights mehr als in Monaco. Ich schneide jetzt mal gerade die Highlights raus und ihr könnt gerne, wenn euch dieses Video gefallen hat, wenn euch dieses Rennen gefallen hat, gerne ein Däumchen nach oben raushauen. Haut auch natürlich gerne ein Abo raus. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, ihr kennt das Spiel, drückt auch gerne die Glocke, um nichts weiteres zu verpassen. Ansonsten könnt ihr auch rechts oben in der Infobox dann die heutige Fahrerleistung bewerten. Wie waren wir da unterwegs? Ich glaube, ein paar sehr schöne Manöver haben wir gesehen. Ein paar sehr krasse Szenen gab es auf jeden Fall auch zu sehen. Und am Ende, ja, sind wir von 20 vorgekommen, obwohl es am Anfang ein bisschen schleppend voranging, aber da bist du halt im Pulk, da kommst du nicht so leicht vorbei, denn vor dir hat auch jeder Windschatten und da musst du ein bisschen Geduld haben. Das ist halt ein bisschen schwierig, vor allem in Kanada kann es da sehr schnell dazu kommen, dass man eventuell gar keine Überholmanöver sieht in einer gewissen Zeit. Aber hey, am Ende gab es doch ein paar Manöver und die schaue ich mir jetzt an und wir werden gleich die Upgrades verbessern. Wir sehen uns in unserem Wohnwagen Bobby gleich wieder. Jo Leute, damit sind wir hier bei der Endabrechnung. Sergei Sirotkin konnte das Rennen nicht zu Ende fahren. Damit hat er nicht mal wirklich gepunktet. 5 Punkte Vorsprung. Bei Vettel liegen wir aktuell mit 3:6 hinten. Ja, ein bisschen unschön, aber kann man nichts machen. Gucken mal bei den Nachrichten. Ja gut, wir sind bei einem Einladungsevent eingeladen. Aber wir gucken auch weiter, was wir eventuell upgraden können. Denn ich habe hier schon das nächste ultimative Upgrade hier gestartet. Ich glaube, knapp über 600 Punkte hat das gekostet, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, dürfte so in etwa hinhauen. Und wir hätten hier noch ein kleines Upgrade, was direkt schon zu Frankreich fertig wäre. 316 Punkte würde das kosten. Oha! Beim Motor haben wir extrem viel freigeschaltet. Kann ich das schon? Nee, das ist lediglich einfach nur freigemacht, aber ich kann von den reinen Ressourcenpunkten her das leider nicht starten, das Upgrade. Ja, und für die Aero fehlt mir so ein bisschen was an Ressourcenpunkten. Sonst könnten wir besser als Haas dastehen nach dem oder vor dem nächsten Rennen schon. Gut, Moment. Vielleicht das Getriebe verbessern? Von der Abnutzung her? Oh, auch zu wenig Ressourcenpunkte. Oh, okay. Da muss ich mal darauf achten, dass ich in den Interviews auch mal ein bisschen die Leute bei der Zuverlässigkeit lobe. Ja, und was das Chassis angeht, da machen wir natürlich weiter Fortschritte, sind aktuell beim zweitbesten Chassis, aber werden bald das Beste haben, denke ich mal. Und hier sind wir beim drittbesten Motor. Blöd nur, dass wir die schlechteste Aero haben, aber da müssen wir halt auch ein paar Fortschritte machen. Mal schauen, loben wir ein bisschen die Aero-Abteilung zum nächsten Mal und können wir vielleicht auch ein bisschen weiterentwickeln. Mal schauen. Im Moment könnten wir halbwegs mit Force India ausgleichen. Ich sage halbwegs, weil man zum einen gesehen hat, die sind noch deutlich schneller und ich glaube, das liegt halt auch daran, dass wir sehr ungleichmäßig weiterentwickelt haben. Ja, also wir haben uns zwar rapide von allen möglichen Teams hinten distanziert und haben die Leute im Mittelfeld überholt. Das Upgrade-Paket hat gezündet, aber auch nicht so stark, wie man es sich wünschen würde. Wir sind immer noch rund, ja, ich würde sagen 70, 80 Punkte hinter Renault. Und wenn man mal schaut, wir waren ja, Anfang letzter Saison ungefähr 70, 80 Punkte hinter Ferrari. Ja, oder gut 100 Punkte hinter Mercedes. Bedeutet, da war der Abstand vom letzten Platz oder einer der letzten Plätze, wo wir halt waren, zum ersten Team ungefähr so groß, wie es jetzt zwischen dem ersten und dem dritten Team ist. Also gucken wir mal. Nächstes Mal sind wir, denke ich, mal schlauer. Aber für dieses Mal soll es das gewesen sein. Das erste Saisondrittel haben wir, denke ich mal, auf einem relativen Hoch abgeschlossen. Ist ganz gut, denke ich mal. Und kann man zufrieden mit sein. Letztes Jahr war es ja auch schon der 6. Platz in Kanada. In der ersten Saison auch. Was ist denn da los? Okay, es gibt Dinge, die ändern sich nie. Vielleicht zur nächsten Saison mal gucken. Aber für dieses Mal soll es das gewesen sein. Ich danke vielmals fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder dann in Frankreich. Und ich bin mal gespannt, was wir da aus dem Fahrzeug rauskitzeln können. Bereits letztes Jahr waren wir da, denke ich mal, ganz gut unterwegs. Obwohl die Strecke ja immer so ein bisschen unlesbar ist und ich bin die jetzt auch schon seit dem letzten Ligarennen, glaube ich, nicht mehr gefahren. Also da liegt auf jeden Fall noch eine Pause zwischen mir und Frankreich und ich werde ja trotzdem noch weiter trainieren. Da gucken wir mal, wie es dann läuft. Das Ganze kommt dann wahrscheinlich am Mittwoch. Und bis es soweit ist, bedanke ich mich vielmals, dass ihr dabei wart. Abonniert den Kanal, wenn ihr neu auf dem Kanal seid. Haut einen Daumen nach oben raus, haut die Glocke raus, eine Bewertung für das Rennen auch rechts oben in der Infobox und bis zum nächsten Mal. Tschüss.